Moin moin liebe Zuschauer und Abonnenten zu einem kleinen Video zu Dirt Rally. Ja, ich bin momentan ein bisschen am Trainieren in Dirt Rally, muss ich ernsthaft mal gestehen, weil ich bin absolut kein Rally-Fahrer. Und ja, ich habe mal hier mir eine kleine Etappe mal ausgesucht, eine in Schweden mit Schnee gleich direkt, ja, mit Schnee, weil das relativ früh in der Karriere halt vorkommt. Und da sieht einfach mal die schlechten Fahrkünste, schlecht jetzt nicht, aber die Fahrkünste, wie ich mich da mittlerweile ein bisschen reinsteigere. Viele wünschen sich dazu nicht ein Let's Play. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel macht mir richtig Bock. Also es ist wirklich herausfordernd. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also man muss wirklich aufpassen, was man mit dem Wagen macht. Das sieht ja auch mal, dass ich immer ein bisschen Schneewände knutsche oder vielleicht auch mal einen Baum mitnehme. Man weiß es halt nicht. Aber es ist sehr, sehr konzentrationslastig. Also man muss wirklich auf seinen Rennen, man muss wirklich auf die Beifahrer die ganze Zeit hören, was als nächstes kommt. Also momentan das Kommentieren wird mir da extrem schwer fallen und gleichzeitig den Wagen am Limit zu bewegen. Aber man macht das richtig, richtig Bock und ich könnte mir das auch wirklich vorstellen als Let's Play. Das ist natürlich jetzt alles nachkommentiert, ist logisch. Muss ich mal schauen, Lenkradcam werde ich auf jeden Fall auch dann bringen, wenn ich das Projekt bringe, aber wahrscheinlich in nächster Zeit nicht. GTA 5 würde bald in den Ruhestand geschickt. Die Story zumindest. Ja, nur eine Sekunde zurück, da war ich schon froh, dass es nur eine Sekunde war. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr da auch gerne mal ein Let's Play von mir sehen möchtet. Erwartet jetzt nicht die Ober-Pro-Skills, ja, wie in Formel 1, sondern das wäre einfach nur, ja, mal was anderes. Einfach mal was anderes, was bei Project Cars auch der Fall war. Das will ich auch mal wieder langsam aufnehmen. Also, ich hab was geplant. Da knutsch ich voll die Pande, weil ich glaube, ich die Kurve komplett unterschätzt habe. Das passiert nicht nur einmal, das passiert, glaube ich, mehrfach. Aber man ist trotzdem gut dabei. Den Schnee merkt man auch. Also ein verlängerter Bremsweg. Also das Spiel ist auf jeden Fall gelungen. Also große Bugs habe ich jetzt noch nicht festgestellt in den 2 Stunden. Aber bei Formel 1 habe ich auch die Bugs später erst herausgefunden. Wie gesagt, eure Meinung mal gerne mal in die Kommentare. Mal so ein kleines Video, wie ich meine Etappe gefahren bin. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr da gefahren seid. Ich habe mal geguckt, da ich zum Schluss, glaube ich, war 908. da. Also noch unter den besten 1000. Da bin ich erstmal erleichtert. Die besten 1000, das ist so ein bisschen der einzige Anspruch, den ich halt momentan habe. Na gut, ja, nächste Wand knutscher wieder die Kurve unterschätzt. Aber für 2 Stunden, nicht mal 2 Stunden, glaube ich. Ich kann ja mal kurz besten gucken, wie viele Stunden ich jetzt bei dem Spiel drauf habe. Es ist nicht viel, also es ist auch relativ schnell. Also für mich war es jetzt 0,7, nicht mal eine Stunde, ja. Nicht mal eine Stunde bin ich mit dem Wagen gefahren. Und ich muss wirklich sagen, also man lernt es relativ schnell mit dem Lenkrad. Also man muss ein bisschen das Driften halt lernen, aber das kann ich auch irgendwann relativ schnell rausbekommen. Ein bisschen mit der Handbremse agieren. Aber sonst geht's eigentlich. Also schwierig fand ich das nicht. Die Vollstellung für Driving Force GT ging auch. Also ich bin rundum zufrieden mit dem Spiel. Und die nächste, ja, voll Schnee mitgenommen. Voll Junge mitgenommen. Ja, das war mal so eine kleine Einspielung. Den Rest könnt ihr euch mal anschauen. Wie gesagt, Meinung, was ihr auch zum Spiel findet, würde mich auch mal gerne interessieren. Aber jetzt so eine Kaufempfehlung würde ich gerne erst ein Let's Play oder so. Oder allgemein mehr Informationen würde ich dann vielleicht ein Let's Play einfach mal unterbringen. Aber wie gesagt, GTA geht zu Ende. Das könnte ich mir dann dort wirklich vorstellen. Aber Project Cars habe ich ja auch noch, was momentan passiert ist. Also da würden sich momentan ein paar Rennspiele so ein bisschen kreuzen. Aber in der Weihnachtspause, da möchte ich auf jeden Fall nicht nur Formel 1 aufnehmen. Das ist auf jeden Fall so. Dann möchte ich euch auf jeden Fall was anderes auch nochmal präsentieren. Also ich verhaue mich hier rein. Eure Meinung bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Bis ins Ziel, genau. Und ciao!